Super E10 ist der neue Treibstoff, der in den nächsten Monaten den normalen Super ablösen wird. E steht für Ethanol und die 10 für den 10-prozentigen Anteil, der im Benzin enthalten ist. Bis jetzt waren es nur 5%. Mehr als 3 Millionen Autos in Deutschland vertragen diesen neuen Kraftstoff nicht. Wer ihn dennoch tankt, muss mit fatalen Auswirkungen rechnen. Bei bestimmten Typen, die es nicht vertragen, gehen dann Einspritzdüsen kaputt, die da herin sitzen und da herin. Die ganzen Dichtungen und Leitungen werden undicht vor die Fahrzeuge. Der Tank unter Umständen kann es nicht vertragen, dass sich der vielleicht sogar auflöst oder die Pumpen, wo im Tank drin sitzt. Das Beste ist einfach abklären. Die Alternative wird in Zukunft nur noch Super Plus sein. Die komplette Umstellung auf E10 steht unmittelbar bevor. Doch es scheint, als hätte sich bisher keiner mit diesem Thema befasst. Sie haben sich jetzt für den Super entschieden und nicht für den günstigeren E10. Warum? Weil ich keine Ahnung habe, ob ein Auto das den Sprit verträgt. Ich weiß es nicht. Ich habe mich eigentlich noch gar nicht deswegen informiert. Also von dem Sinne her weiß ich noch gar nicht den Unterschied so richtig. Ich kenne mich noch nicht aus mit dem. Ja, weil ich den immer tanke, den Super. Und den E10 habe ich noch nie ausprobiert. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt das erste Mal tanken, weil ich mir gerade ein fabrikneues Auto geholt habe. Ich werde es jetzt mal tanken, weil das Auto verträgt ist. Und es ist jetzt, denke ich, preiswerter, was ich gesehen habe, wie das normale Super. Also werde ich E10 tanken. Es ist jedoch eine falsche Annahme, dass jedes neue Auto auch E10 verträgt. Das häufigste gefahrene Auto in Bayern ist der BMW. Laut Verträglichkeitsliste unter dat.de gibt der Hersteller eine Garantie, dass alle BMW-Modelle E10 verträglich sind. Die Oktanzahl muss dennoch weiterhin beachtet werden. Fiat schränkt die Verträglichkeit bei den Modellen ein. Im Zweifelsfall soll, wie auch bei BMW, Kontakt mit dem Händler oder Kundenbetreuer aufgenommen werden. Bei Volkswagen gibt es ebenfalls Ausnahmen, die E10 nicht vertragen. Hier und auch bei allen anderen wird geraten, nachzufragen, doch bereits bevor sie an der Zapfsäule stehen. Denn an der Tankstelle darf keine Auskunft gegeben werden. Also wir können ja keine Auskunft geben. Da muss jeder seine Autowerkstatt oder seinen Hersteller anschreiben oder anrufen. Warum? Die haben die genauen Daten mit der Motornummer, Fahrgestellnummer und die können die genaue Auskunft geben wegen Haftungsgründen. Verwirrte und verärgerte Kunden. Den Unmut kann Hans Schiller verstehen. Das kann man schon verstehen. Es sind ungefähr 10-15%, wo den E10 nicht fahren dürfen. Und bei den anderen weiß man es ja auch nicht genau, wo es in 2, 3, 4 Jahren ist, wie lange das der Motor oder die Dichtungen das aushalten. Die Tankstellen können nicht frei entscheiden. Ob sie den neuen Super E10 einführen, liegt nicht in ihrer Hand. Die Bundesregierung hat genauso wie in Frankreich jetzt diese 10-prozentige Beimischung von Bioethanol angeregt, um eben noch mehr Erdöl zu sparen. Ressourcen sparen und die Umwelt schonen, das muss sich erst noch herausstellen. Das macht relativ wenig Sinn, wenn ich etwa Urwälder abholze, um nachwachsende Rohstoffe anzubauen. Es macht relativ wenig Sinn, wenn ich etwa Flächen, die der Nahrungsmittelerzeugung dienen, wenn ich die aus dieser Kette herausnehme, nur um nachwachsende Rohstoffe zur Treibstofferzeugung einzusetzen. Ein weiteres Handicap: E10 ist zwar günstiger als andere Kraftstoffe, der Verbrauch des Autos steigt jedoch an. In Zukunft heißt es also nicht gut, besser, Sie wissen schon, sondern super, super plus, super E10.